Guten Morgen, ihr Lebensoptimierer. Heute habe ich etwas vor. Und zwar gibt es Erythrit und es gibt Stevia. Das sind zwei wunderbare Zuckeraustauschstoffe für diejenigen, die immer noch etwas Süße benötigen. Und ich benötige noch etwas Süße. Allerdings nur bei mir zumindest in Getränken. Und ja, da möchte ich das einfach heute mal testen. Und zwar bin ich beim Thomas und der Thomas, der hat Erythrit da. Und ich habe Stevia da. Und wir tun uns sozusagen jetzt gegenseitig beglücken. Und nur ganz kurz vorher noch eine kleine Gegenüberstellung. Also Erythrit, Stevia, beides Zuckeraustauschstoffe, beides Stoffe, die nicht den Insulinspiegel anheben. Beides sind natürlich vorkommende Stoffe. Allerdings muss man sagen, bei Erythrit wird es künstlich gewonnen durch Fermentierung oder Fermentation und Stevia wird direkt aus der Pflanze dann gewonnen. Und ja, noch ganz wichtig eigentlich für diejenigen, die immer sagen, Zuckeraustauschstoffe führen abführend. Erythrit ist ein Zuckeraustauschstoff, das ist im Gegensatz zu anderen Zuckeralkoholen, was immer ein bisschen abführend wirkt, überhaupt nicht abführend. Das ist ganz interessant für diejenigen, die deshalb Zuckeraustauschstoffe meiden, weil ja, sie Angst vor Dünnschiss haben. Also von daher, ja, das dazu. Kein Einfluss auf den Insulinspiegel, habe ich schon gesagt. Und ich sehe gerade, ich habe mir aufgeschrieben, bei Erythrit, weil ich mich da nicht so gut auskenne wie bei Stevia, es nimmt keine Feuchtigkeit auf. Das bedeutet, dass wenn man diese Packung irgendwo stehen hat, dass sie eben nicht so anfängt zu klumpen wie Zucker und eben auch wie Stevia, was Feuchtigkeit aufnimmt. Und ja, ich will euch da jetzt auch nicht allzu lange langweilen mit der Theorie. Toll finde ich Zuckeraustauschstoffe aus dem Grunde, dass eben Menschen mit Gewichtsproblemen tatsächlich Zuckeraustauschstoffe, also die Süße, nutzen können und dabei nicht zunehmen. Und es ist ein Mythos und dieser Mythos, der kann nicht oft genug entmystifiziert werden, dass wenn man Zuckeraustauschstoffe zu sich nimmt, dass dann man irgendwie Hunger hat und deswegen mehr isst. Und das macht überhaupt keinen Sinn, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich belegt, denn wenn der Insulinspiegel konstant bleibt, dann hat man nicht das Bedürfnis mehr zu essen. Der Insulinspiegel ist ein ziemlich großer Taktgeber dafür, ob man Appetit hat oder nicht Appetit hat. Es ist nicht der alleinige, ich habe da schon ein Video dazu gemacht, welche aus wissenschaftlicher Sicht, welche Möglichkeiten der Körper hat, Appetit zu suggerieren. Da gibt es verschiedene, die nicht nur auf körperlicher Ebene sind, sondern auch auf geistiger und auf thermischer Ebene. Ist nicht das Video heute. Also, Mythos, Zuckeraustauschstoffe führen dazu, dass man mehr isst. Ist nicht wissenschaftlich belegt und entspricht auch nicht meiner Erfahrung. Ich habe mit Zuckeraustauschstoffen als einen wichtigen Punkt innerhalb meiner Gewichtsabnahme mein Buch Endlich Frieden, 70 Kilo abgenommen. Irgendwo die Werbung ist hier. Unbedingt gucken, schauen, einnehmen, das ist wirklich mein Lebenswerk. Also das ist nicht zu bestätigen. Also gut, genug geschwatzt. Jetzt geht's los mit dem Thomas und danke nochmal an Thomas für die wundervolle Zeit, die ich mit dir hatte. Und ja, jetzt schauen wir uns das Ergebnis an. Und es ist sehr, sehr interessant. Es ist sehr interessant, weil, also ich habe das Video schon gemacht. Das ist jetzt nur die Anmoderation. Ich kenne das Ergebnis und da kommt, das ist, hätte man so nicht erwartet. Also unbedingt das Video zu Ende anschauen. Da ist was dabei. Gut, das beste Stevia gegen das beste Erythrit, muss man dazu sagen, weil Thomas ist Erythrit-Mann, ich bin Stevia-Mann und wir beide haben unsere Erfahrung und das gekoppelt und jetzt, bam, Quintessenz für. So, ich bin jetzt hier beim Thomas und wir haben beide so ja, Zuckerersatzstoffe im Test und also nicht im Test, sondern im Gebrauch und hier ist eine 2,5 Kilo Tüte von Erythrit, ist das, was du benutzt? Genau. Genau, Erythrit. Und ich bin halt total, ich habe lange experimentiert. Ich nehme das Stevia hier, das ist für mich das One and Only. Deswegen wollen wir uns jetzt gegenseitig mal beglücken mit unserem ja, Zuckerersatzstoff und mal schauen, wie der eine den anderen findet. Und das ist nämlich genau das Thema, welcher Zuckerersatzstoff ist der beste. Xylit ist ein Thema, das haben wir jetzt nicht da. Wir haben zwar hier die Dose von Xylit, aber da hast du jetzt dieses Erythrit eingefüllt. Ja. Und gibt es einen Grund für dich, warum du beides nimmst oder nimmst du nur Erythrit oder nur Xylit oder hast du eigentlich keine Ahnung und nimmst irgendwas? Ich glaube, es war einfach mal was anderes zu probieren. Ich hatte früher Xylit und dann das Erythrit, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war sogar günstiger. Das war eigentlich ein Grund und ja, ähnliche Eigenschaften und deswegen habe ich es genommen. Genau, ist auch zahnfreundlich Erythrit, genau wie dieses Xucker. Da gibt es ja zwei verschiedene, eine aus Finnland, glaube ich, das ist das Xucker Premium und dann gibt es noch eins aus China, das normale Xucker. Aus der Birke, glaube ich, ist das
keine Ahnung. Mir geht es ehrlich gesagt jetzt hier auch vorrangig um den Geschmack. Ne? Also wenn ich normalerweise Zucker gegessen habe, dann möchte ich süß, das soll geil schmecken. Und wenn es dann noch wenig Kalorien hat, und das ist bei Erythrit genauso, glaube ich, weiß nicht, ob das auch so komplett kalorienfrei ist oder so fast. Nein, doch, ja, sehr. Genau, wie bei Stevia. Und Erythrit ist tatsächlich was, wo ich glaube, dass man das ausprobiert hat. Xylit hatte ich schon ausprobiert, das ist relativ kalt, so, ja, aber ich süße, wenn dann meine Getränke, von daher ist es hier der optimale Test. Und dann habe ich hier noch was, da habe ich von Sweet Leaf, das kann man irgendwie nur in Amerika kaufen oder in Deutschland total überteuert, da kostet irgendwie 30 Euro die Ampulle. Das ist ein reines Aroma, was natürlich künstlich ist, also ein reines künstliches Aroma, aber ohne Zusatzstoffe. Die meisten Aromen haben Zusatzstoffe und dann eben auch Aspartam und diese ganzen Zuckerersatzstoffe, die ich nicht möchte. Und hier ist wirklich nur dieses Aroma drin und halt Stevia noch. Stevia nutze ich sowieso, von daher wunderbar. Also ich will einfach mal testen, vor allem, wie schlägt sich Stevia, das beste Stevia. Ich werde euch das, ich weiß nicht, ob ich das schon unten verlinken kann, aber wenn, dann verlinke ich. Ich habe ewig lange probiert, beste Stevia, ich kriege kein Geld dafür, geiles Stevia. So, gegen Erythrol. Wie viel brauchst du pro Wasser? Ich mache einen Teelöffel. Teelöffel, also, ne? Damit würde ich es erstmal probieren. Oder ist jetzt normales Wasser, das wir nehmen können, ja. Genau, normales Leitungswasser. Dann jetzt der große Test. Der große Test, Erythrit gegen Stevia. Ich mach das schon mal weg. Ja? So. Steht da irgendwie drauf, wie viele äquivalenten Zucker oder sowas? Oder? Na gut, es geht am Geschmack. Also genau. Die Süßkraft kann man jetzt natürlich nicht bestimmen, weil wir nicht genau die Äquivalente wissen. Rein vom Geschmack her. Vom Geschmack her. Mhm. Also wir haben hier einen Teelöffel da reingemacht. Das können wir ja einfach mal so testen. Ein Teelöffel früh rein. Zwei. Ah, vier. Na gut, scheiße. Also ich habe jetzt vier Tropfen Stevia und ein Teelöffel-Dings. Ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich Stevia gewinnt, wenn es Süßkraft angeht, aber wir können einfach nochmal reinmachen. So, okay, reicht. Und dann Sweet Drops. Achso, ja, die stimmt, die kann ich auch mal probieren. Da ist halt Stevia drin, aber das ist halt, keine Ahnung, wie intensiv das ist. Aber die schmecken halt, das Aroma schmeckt halt nach Toffee. Und ich glaube, dass... Das dann gewinnt. Ja, ich weiß auch nicht, ob das genau aufeinander abgestimmt ist, weil ich mache normalerweise zu Hause das Aroma plus Stevia rein, weil ich ein bisschen Aroma will und... Ja. Okay, machen wir 1, 2, 3, 4. Das schmeckt wahrscheinlich nicht. Also, kann mir nicht vorstellen, weil ich da immer in mein Müsli und sowas ein Tropfen reinmache, so einen großen, einfach so einen Hauch von nichts zu haben. Gut, Löslichkeit ist eigentlich schon klar, dass das beides, das Öl super löslich ist, aber das Erythrit, das setzt sich ein bisschen was unten ab. Kannst du vielleicht nochmal nachrühren. Und dann. Ah ja, das ist der Profi, ne? Da kommt der Stevia-Löffel nicht einfach in den Erythrit rein. Vor allem der Aromalöffel nicht. Stimmt, der Aromalöffel. Hier ist übrigens neutrales Wasser, falls wir zwischendurch. Ja. Wein verkosten. Genau. Okay, dann fangen wir mit dem an. Mhm. Ja. Du zuerst. Der eine Teelöffel reicht vollkommen aus, um das zu süßen. Angenehm ist tatsächlich dieses Kühl ein bisschen. Boah. Oben am Gaumen ist die Süße so, oben so am Gaumen so die Süße so, Knall, Dings. So. Ich persönlich würde es noch süßer machen, aber ja, auf jeden Fall. Man spürt es auf jeden Fall und ist angenehm. Ja. Also eigentlich angenehm, klemmt sich halt sofort oben am Gaumen und naja, dann mal. Die Süße ist irgendwie nicht ganz so voll wie die von Erythrit. Die ist so punktueller irgendwie. Ja. Vielleicht löst sich das nicht so gut. Und im Nachgang kommt sie nochmal mehr raus, finde ich. Also bei mir jetzt jedenfalls. Mhm. Also erstmal gar nicht so und dann wirkt es nochmal später. Also es okay. Ja, entfaltet sich anders auf jeden Fall. Also ja. Bei mir. Ja, das definitiv, stimmt. Die ist direkter da und die kommt erst so nach. Ja, genau. Also das ist wirklich ein richtig großer Unterschied. Also jetzt nicht irgendwie hier Weinkenner, die irgendwie über eine kleine Nuance machen. Also die ist da, bam, und vor allem so am oberen Gaumen hinten, geht hinten, ist klar, ist frisch, ist da. Und die geht rein und denkt so punktuell, dass irgendwas Süßes. Und dann kommt die nochmal auch so seitlich oben von hinten. Also interessant, ne? Also muss man natürlich, und jetzt Aroma. Spülmaschine ist auch fertig. Ist, und genau das ist das Problem. Das Aroma ist da, aber die Süße ist bei weitem nicht so kräftig wie in dem. Das Aroma ist da,
Aber wenn wir jetzt, und das ist die Kombination, die ich immer mache, dann einfach mal noch. Oh, na ein bisschen. So, und jetzt die Kombination. Naja, reicht bestimmt. Und das war bestimmt episch jetzt. Episch. And the winner is. Das ist natürlich jetzt süß und das Aroma. Ah, oh, perfekt. Ja, ja. Also, ja. Die Mischung macht's. Ja, die Mischung macht's. Wie ist es für dich? Also, was hat dir das von den beiden besser gefallen? Hier war der Überraschungseffekt größer beim Stevia. Da kommt doch mal. Genau. Ja? Und dadurch würde ich es als Gewinner auspreisen. Mhm. Hier ist es halt direkter da, aber es ist halt, ja, hier ist halt der Überraschungs-, der Wow-Effekt einfach nochmal da. Und es ist trotzdem angenehm süß. Und nachhaltiger, genau, sagen wir mal. Ja. Es ist ein bisschen nachhaltiger Stevia. Ja. Und ja, und das hier ist dann halt einfach so eine Spielerei. Aber die Sweet Drops von Sweet Leaf, wie gesagt, kann man in Deutschland eh nicht kaufen. Ich habe es aus Amerika importieren lassen, weil ich da eh was bestellt habe. Und da habe ich ja so ein paar Sachen mitgenommen. Unter anderem auch so ein Cola-Aroma, was das beste Cola-Aroma ist, weil ich halt ein bisschen experimentiere. Und ja, das ist nicht wirklich süßes Aroma, das ist entscheidend. Das ist aber eigentlich wirklich gut. Und in Kombination mit dem Stevia, das ist genau das, was ich eben auch mache, das ist halt echt ziemlich geil. Okay. Ja, da würde ich sagen, kurz und knackig, Stevia, Gewinner und naja, das war's. Okay, ciao. Ciao. Ja, krass. Also, dass so ein Unterschied ist. Hier ist es direkt da. Also, definitiv. Also eindeutig. Ja, also, Stevia. Stevia ist wirklich, das kommt von hinten nochmal raus. Das hat so einen Völlegeschmack. Das Erythrit macht Bäm, ist dann aber weg und sehr kühl. Und das Stevia ist einfach der absolute Hammer. Nicht umsonst bin ich absoluter Stevia-Fan. Natürlich nur Stevia, was diesen bitteren Nachgeschmack nicht hat. Zumindest aus meiner Sicht. Viele empfinden da immer noch so einen bitteren Nachgeschmack. Und ich habe dann immer bin dann davon ausgegangen, dass das der bittere Nachgeschmack ist, den ich auch kenne. Aber bei diesem Produkt habe ich das eben nicht, aber andere haben das immer noch. Also insbesondere da liebe Grüße an die Steffi, die ja, da sagte, das Stevia, was ich nutze, das schmeckt ihr widerlich. Ich persönlich schmecke das nur Süße und schmeckt total geil. Aber nur an der Stelle noch angemerkt, also es gibt auch andere Meinungen, aber allen, zu denen ich gekommen bin mit meinem Holy Stevia, die haben alle gesagt, in Getränken wohlgemerkt. Also es ist ja auch immer so, Zuckeraustauschstoffe in Backwaren werden oft als unangenehm wahrgenommen. Und da gehe ich d'accord. Bei Getränken, also wer mein flüssiges Stevia da mal reingemacht hat, die Süße, das ist einfach nur... Ja, ist nicht natürlich, aber ist trotzdem geil. Also dann wünsche ich euch viel Spaß beim Süßen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Samu.